In Österreich rauchen 2,3 Millionen Menschen. Das sind 29% der österreichischen Bevölkerung. Was das für die Wirtschaft und für dich bedeutet, das zeigen wir dir jetzt. Im österreichischen Markt gibt es ca. 80 Zigarettensorten zu kaufen. Im Durchschnitt kostet ein Päckchen 4 Euro. Wer an der Sucht der bereits jüngeren Generation verdient, ist leicht erklärt. Rund 75% des Zigarettenpreises geht an den Staat. Jährlich kommen allgemein an Tabaksteuer rund 1,3 Milliarden Euro zusammen. Dazu kommen geschätzte 400 Millionen Euro an Mehrwertsteuer aus dem Zigarettenverkauf. 1990 griffen 20% der Jugendlichen zur Zigarette. Diese Zahl stieg rapide. Inzwischen raucht jeder zweite Jugendliche mindestens einmal pro Woche. Knapp 1,7 Millionen Zigaretten werden von den Teenagern am Tag in Rauch aufgelöst. Im Jahr summiert sich das auf etwa 30,8 Millionen Packungen. Angenommen, du kaufst dir jeden zweiten Tag ein Päckchen Zigaretten um 4 Euro. Das bedeutet, dass du im Jahr 732 Euro alleine für deine Sucht ausgibst. Dieses Geld könntest du zum Beispiel in knapp 50 DVDs oder einen Laptop oder sogar in einen 10-Tage Kroatien All-Inclusive-Urlaub investieren. Doch warum beginnst du trotzdem zu rauchen? Oft aus Neugier. Ich glaube, ist sicherlich ein Hauptfaktor. Alles, was verboten ist, ist ja interessant. Ich denke mal ganz einfach, beim Nikotin war es bei mir so, das darfst du halt einfach nicht. Mit 16 darfst du es dann. Und man hat halt vorher auch schon geraucht. Studien zufolge beginnen nur wenige nach ihrem 20. Lebensjahr zu rauchen. Für Jugendliche ist nicht nur die gesundheitliche, sondern auch die finanzielle Belastung ein Problem. Daher entscheiden sich einige immer früher, ihr Rauchverhalten einzuschränken oder ganz aufzuhören. Was kann man tun, um gar nicht erst mit den Glimmstängeln anzufangen? Da gibt es mehrere Sachen. Ich denke mal hauptsächlich Sportaktivitäten. Gerade, da sind wir wieder bei einem gesellschaftlichen Pluspunkt jetzt. Heute gibt es ja sehr viele sportliche Aktivitäten, die Jugendlichen angeboten werden, zu Dumpingpreisen oder zu Non-Profit-Geschichten halt einfach. Zu sich selber ehrlich sein. Ab einem gewissen Alter, glaube ich, kann man schon ein bisschen abschätzen. Mit 14, 15, denke ich mal, ist man doch schon geistig so weit, weil mit 16 darf man jetzt auch schon wählen. Also kann ich, wenn ich ein Jahr zurückgehe, die geistige Reife auch da schon erwarten, dass man zu sich selber ehrlich ist und sagt, okay, gut, ich fang mir den Blödsinn erst gar nicht an, sondern ich gehe zu einem Fußballverein oder ich gehe jeden Tag rennen oder wie auch immer. Also es gibt genügend Angebote, die von eben diesen, sage ich mal, schlechten Einflüssen ablenken. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt, dass zwischen 12.000 und 14.000 Personen jährlich an den Folgen des Rauchens sterben. Durch die Belastungen des Atemsystems haben Raucher Hustenanfälle. Ihre Haut weist hohe Konzentrationen eines Proteins auf, das diese schneller altern lässt. Rauchen ist nicht nur schädlich für dich und deine Umwelt. Es kostet viel Geld, welches du ohne Zigarettenkauf sparen könntest. Überleg dir also vor dem nächsten Kauf, ob du es wirklich willst oder das Geld nicht lieber auf einen schönen Urlaub sparst.